Was machst du im realen Leben beruflich? Ich bin bei der Bahn. Ich bin Angestellter im Metallbereich. Im wahren Leben bin ich Elektriker. Ich bin Erzieherin in einem Kindergarten. Ich bin im öffentlichen Dienst. Okay, als Zylone irgendwie auch, oder? Wir sind heute auf der RPC, auf der Roleplay Convention in Köln unterwegs. Das bedeutet natürlich LARP, Cosplay und tatsächlich auch eine Menge Star Wars. So sind zum Beispiel Togruta offensichtlich die neuen Twi'lek. Das heißt, wenn man als Mädel keinen Bock nur auf 2 Kopfschwänze hat, macht man gleich 3 und auch noch Hörnchen dazu. Das zeigen wir euch gleich. Außerdem ist Darth Vader persönlich hier und wir werden gleich auch noch ein kurzes Gespräch mit David Prowse führen. Jetzt machen wir aber erstmal einen Rundgang. Wir haben hier gleich mehrere Togruta getroffen und ich habe das Gefühl, es gibt so einen Shark-T-Gedächtnislook oder seid ihr alle auf Felucia gestrandet? Nein, das ist definitiv der Gedächtnislook. In tiefer Trauer immer noch? Auf jeden Fall. Siehst du sie weinen? Sie hat immer noch Tränen. Aber ist das nicht sehr aufwendig, die ganze Kleidung erstmal zu zerstückeln, bevor man sie wieder anzieht? Das ist doch Battle Damage. Das ist im Kampf passiert. Mit wem habt ihr gekämpft? Untereinander. Jetzt weiß ich, wozu die Hörner da sind. Ja, ja. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ihr werdet nur Cosplayer, die tatsächlich das alles herstellen und sich schminken müssen. Wie lange habt ihr heute Morgen gebraucht? Ich glaube sogar nur 4 Stunden. Nur 4 Stunden? Ja, nur 4 Stunden. Und wie lange dauert es, bis alles wieder runter ist? Das Doppelte wahrscheinlich. Ein etwas spezielles Cosplay. Ich glaube, die Dame neben mir stellt ein Kunstwerk dar. Was bist du genau? Ich bin einfach ein Pop-Art-Comic aus den 50er Jahren. Juckt das nicht furchtbar mit den ganzen Punkten? Jucken nicht, es zwickt eher an den Haaren, an den Wimpern und es tut ein bisschen weh, aber... Deine Kollegen sind was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob er hier überhaupt antworten kann. Kann ich. Was stellst du da? Ich bin ein Pestdoktor. Okay, und die zwei hier? Also ich bin ein Faun. Ich bin auch irgendwas frei Erfundenes. Kannst du mir erklären, wie du diese Beine gemacht hast, dass das aussieht wie beim Ziegenbock? Also es ist im Prinzip relativ einfach. Also der Trick ist, ich stehe da ganz normal gerade drin. Es hat einfach hier vorne Polster und da hinten. Und ja, über dem Spann noch, dass es so aussieht, als hätte es halt 2 Knicks drin. Alles selber gemacht? Alles selber gemacht, ja. Gab es sogar mal in der LARP-Zeit einen Artikel drüber. Das ist ja großartig. Wie funktioniert das? Das ist hinten auf den Kiefer oder auf den meinen Kiefer aufgelegt und mit Gummibändern befestigt, sodass meine Bewegungen übertragen werden an das Maul. Okay. Was genau stellst du da? Ein Skaven oder Skaven hier, von Warhammer abgeleitet. Okay, und du hast direkt auch deine Kampfratte dabei. Genau. Manchmal redet sie auch. Tatsache? Ja. Ich hoffe, das ist alles nur ausgestopft. Nein, das ist original. Okay, kommen wir schnell zu einem anderen Thema. Was genau stellt ihr da? Landsknechte? Landsknechte, genau. Alles selber gemacht? Das ist alles selber gemacht, ja. Seht sehr viel Liebe zum Detail. Vielen Dank, hat auch lange gedauert. Ich habe dich auch vorhin gesehen, du hast mit anderen Sith-Lords posiert. Gehörst du zur 501? Ich gehöre zur 501. Legion German Garrison. Es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen, oder? Nee, die Kostüme, die müssen alle abgesegnet werden und das ist ein EU-Charakter, Expanded Universe, der muss in Amerika abgesegnet werden. Also der darf nicht in Deutschland abgesegnet werden. Ein Sturmtrupper, der darf in Deutschland abgesegnet werden. Aber so extravagante Kostüme, die müssen extra in Amerika abgesegnet werden. Das heißt, dein Foto ging nach Lucasfilm und wurde für gut befunden? Richtig. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Danke. Alter, ihr, haben wir hier ein Problem mit Templern oder weswegen bist du hier?
Nein, mir ist noch keiner aufgefallen, aber bitte schreien Sie nicht so laut. Ich bin hier in geheimer Mission. Entschuldigung, wir sind aber gleich zwei Leute, das heißt, Sie können sich uns anschließen und untertauchen in der Menge. Kurze Frage noch, was machst du im realen Leben beruflich? Mich bei der Bahn. Das klang jetzt so gequält. Da sind nicht alle so gut drauf zu sprechen. Okay, als Sith Lord ist die Karriere, glaube ich, besser. Etwas, ja. Da werden immer wieder Stellen frei, habe ich gehört. Ja, doch, geht schneller. Wie lange haben Sie denn dran gesessen? Wenn ich ehrlich bin, 4 Jahre, aber ich lüge mal und sage eine Woche. Das sieht ein bisschen aus wie ein Mashup, so ein Dovahkiin Mandalore oder Mandalore der Drachengeborene. Was genau ist es denn? Das ist eine eigentlich aus den Comics, ein Early Mandalore. Also einer der ersten Mandalorianer, den es gab. Die kombinierten eben ihre Rüstung selbst mit Knochenteilen. Wir haben den einen und den einzigen und den wirklich wahren Darth Vader persönlich, Mr. David Prowse. Thank you for taking the time. And would you guess how many Darth Vaders have you already seen just on this convention? I think I've probably seen about half a dozen here today. But I must have seen basically thousands over the years, you know, because I've now been doing this for over 30 years. And I'm somewhere different in the world every weekend. Like, you know, last weekend it was Italy, the week before that it was America, the week before that it was Canada, the week before that it was somewhere else. And you know, next week I'm off again. And I got conventions coming out of my ears at the moment. Yeah. What's that like? To everywhere you go, you see people imitating that figure that you created, basically, and trying to do the Darth Vader walk and your swagger. What's that like? I think it's rather nice, actually. And I, you know, they're all pleased to see me, which is very fortunate. And I'm only too happy to have a chat with them. You know, you see, the thing is that they're all part of what we call the 501 Squadron. And I'm commander in chief worldwide of the 501 Squadron. You see, so I'm like their boss. So everywhere I go in the world, I'm met by the stormtroopers and the Darth Vaders of this world. Yeah, yeah. What was your favorite scene, maybe? My favorite scene? I can't think of so favorites. I mean, I enjoyed working on the first two movies. I didn't enjoy the third one very much. I hated the director on the third movie. It was a guy called Richard Marquand. I could have wrung his neck if I'd had the chance, like, you know. But on the first two, no, the first two were lovely. George directed the first one, which is great. When I very first started on the movie, especially on Star Wars, I decided I wanted to make everybody subservient to me, and I decided what I would do. I would get the walk. Always get the walk right. This is a very important thing in movies: is get the walk right, because if you get the walk right, everything falls into place. You see, and what happened was the very first scene we did was a walk up the corridor, and I had them and the stormtroopers were following me, and George Lucas was on the camera dolly, and was following me as well, like, you know, and I stormed up this corridor, like, you know, really strode out, like, you know. And got to the end of it, and George Lucas comes out. He said, "Davis, I'm sorry." He said, "You've got to slow up." He said, "We can't keep up with you." Awesome. So, when it comes to this critical situation, the turning point in the story in Episode 5, Empire Strikes Back on Bespin. So, except for Mark Hamill, no one knew what the final line would be. So, I guess. I'm your father. You mean? Yes. No, I didn't know. So I didn't know until I went and saw the movie. I knew nothing about that whatsoever, and I said, I went to the I don't think we had a premiere not on Empire, and I went to see the movie, and it's then, and there I am going, "But Luke, I am your father," and I'm like, "Oh God, that's news to me," like, you know. Yeah, we also posed the question to our readers what they would like to know, what they would like to ask you, and of course the question came up, were you even able to see where you were going in that helmet? Because I can't imagine, was it really hard to get your orientation on stage? No, it was quite easy, actually. What happened was there were big problems with the helmet and the mask when it first arrived, and I said to, you know, I put the mask on, and I could move my head around inside the mask, and the mask still stayed facing forwards, and so I said to George, no, I said
the mask is too big, you know. And he said, no, it looks absolutely perfect on you. It looks perfect. I said, yeah, but I'm moving my head around inside the mask, and nothing's happening with the mask. And he said, oh, don't worry, we'll pad the inside of the mask out so that your face fits flush into the mask, you see. I've had this terrible cough, you know, I've had it for about a week, and I bought some cough medicine. I bought some cough medicine the day before yesterday. And of course, I take this cough medicine, and it was absolutely fantastic. It got rid of the cough completely, like, you know. So I put this bottle of cough medicine in my bag. And of course, what happens? I got to where they check you in, and they said, no, you can't take this cough medicine with you, and throw it away. They threw my bottle of my cough medicine in the bin. And I. Sich auch an die Erde jetzt zu erobern. Seid ihr den ganzen Leuten mit der Galaktika gefolgt? Ja, immer dann hinterher. Wird man nicht irgendwann wahnsinnig immer mit dem Wuhuu? Ja, man gewöhnt sich dran, aber ab und zu muss man eine Pause machen. Okay, dann lassen wir ihn mal eine Pause. Mal gewonnen oder ist die Darstellung unabhängig vom Herrn der Ringe? Es kommt drauf an. Es gibt verschiedene Spieler, die spielen nach Tolkien, und es gibt viele Spieler, die spielen nach anderen Hintergründen, wie DSA zum Beispiel, oder auch freie Hintergründe. Wir selber sind jetzt nach Tolkien und würden dann antworten mit Zoilat. Okay, dann, ich hab's richtig hingekriegt. Batman in Köln, sind Sie hier auf einem internationalen Einsatz? Ich bin immer auf Einsatz. Die Stimme klang eben noch anders. Ist das so der Voice Modulator, der im Hals drin ist? Ja, ich hab da mal sowas eingebaut. Da muss ich nicht immer automatisch meine Stimme verstellen. Hervorragend. Können Sie eigentlich den Kopf drehen? Nein. Woraus ist das ganze Kostüm eigentlich gemacht? Das ist aus ganz viel Efeublättern zusammengenäht mit ein bisschen Stoff drunter, dass es hält, und natürlich einem BH. Das ist schon alles. Also alles selber gemacht? Alles komplett, also bis auf den BH, alles selber gemacht. Warum Poison Ivy? Comic Buff? Ja, schon. Also war schon immer, mich hat schon immer fasziniert, dass sie irgendwo schon ein böser Charakter ist, aber für mich so irgendwie schon ein bisschen fürs Gute steht. Die Natur repräsentiert, und gerade in heutigen Zeiten dachte ich mir, warum nicht? Außerdem ist es ein saucooler Look, und ich dachte, es passt auch gut zu der Haarfarbe. Warum die Nipples? Ja, das ist ein sehr kontroverses Thema. Ich weiß nicht warum, das ist halt natürlich. Und die haben das halt an Anlehnung, haben die den ja... modelliert jetzt so an die David-Statue und so, und wenn man mal zurückguckt, so alte römische Brustpanzer, die haben halt auch Nippel. Das geht jetzt irgendwie zu tief, warum die da Nippel haben, aber das ist nicht sehr, sehr, es ist nicht selten bei Rüstung. Es ist also eine Anlehnung an die Antike, dass Batman Nippel hat an der Rüstung. Ja, oder einfach nur an eine Anlehnung an die... Eine natürliche Konstruktion, genau. Eines Athleten. Eine kuriose Cosplay-Mischung, einmal Dr. Who, einmal Lara Croft. Ich glaube, dich brauche ich nicht vorstellen erstmal, aber magst du den Leuten, die sich vielleicht nicht so auskennen, erklären, was du darstellst? Ja, also Dr. Who ist die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt. Und das ist eine Figur aus Dr. Who. Die Hauptperson ist eigentlich meine Requisite, Lady Cassandra. Und ich begleite sie eigentlich nur, um sie regelmäßig zu befeuchten, damit sie nicht austrocknet. Moisturize me. Moisturize her. Seid ihr beide Dr. Who-Fans oder einfach nur? Ja, sehr. Ich bin nur heute nicht als Dr. Who-Fan erkennbar. Warum Lara Croft? Ich hatte nicht viel Zeit und meine Schwester hatte schon die Waffenholster, und dann habe ich spontan entschlossen, eine starke Frau zu cosplayen. Was ich ziemlich krass finde, du hast da keine Atemlöcher unter der Maske. Wie funktioniert das? Musst du immer durch den Mund atmen jetzt den ganzen Tag? Ja, eigentlich schon, ja. Und aufs Klo gehen ist wahrscheinlich auch nicht drin? Nicht so wirklich. Warum macht man das? Weil man irgendwo ein bisschen krank ist. Wenn mich nicht alles täuscht, Asha Kartari aus Rift, richtig? Korrekt, das ist richtig. Also Fangirl vom Spiel oder von dem Charakter? Also generell Fan, gespielt, immer noch am Spielen. Leider nächste Woche ja Free-to-Play, aber quasi die Ehrung davon.
kommen aber vielleicht wieder mehr Leute auf den Server. Ist das alles selber gebaut? Alles selber, bis zum letzten Millimeter. Außer die Schuhe, die da drunter sind, die sind gekauft. Wie viel Arbeit war das? Wir sind seit ungefähr 3 Monaten Tag und Nacht dabei. Mein Sklave, der im Hintergrund steht, hat mitgearbeitet und es ging quasi Tag und Nacht. RPC geht für uns jetzt langsam schon zu Ende, aber nächste Woche sind wir auf einer noch viel größeren Veranstaltung auf der E3 in Los Angeles. Ob es da eine Playtime-Show geben wird, das weiß ich noch nicht so recht, aber ihr werdet euch auf jeden Fall nicht vor Videocontent retten können. Das heißt, das nächste Mal melde ich mich wahrscheinlich schon aus Los Angeles. Tschüss und bis dann.